Herzlich willkommen YouTube zu einem neuen Gameplay-Commentary von mir, Elias. Ein Gameplay vom Hia-Spiel. Ja, wie man am Anfang gesehen hat, bin ich relativ spät nachgejoint. Ja, der Endscore ist relativ überzeugend. Schaut es euch an, lasst euch überraschen. Ja, das heutige wird leider nur ein kleines Infovideo von mir. Ach, bevor ich es vergesse, ja, wie man sieht, habe ich die Farmers Rotpunkt dabei. Das hatte ich mir auch von diesem NSI-Rods abgeguckt, also scheinbar hat er gut Erfolg gehabt, habe ich immer ausprobiert. Mir auch ein bisschen was von seiner Spielweise quasi abgeguckt, so. Ja, es hat ganz gut funktioniert. Ja, Perks sind Geist, nicht in der Pro-Version, ja, ich hatte es irgendwie noch drin gehabt, vergessen rauszunehmen, eigentlich wollte ich Plünderer mitnehmen. Schneller nachladen und als drittes Perk habe ich Ninja bei. Ja, aber jetzt reicht's auch schon zum Gameplay. Dann fange ich an mit meinem Infovideo. Ja, am 21. sollte alles fortgesetzt werden. Das wird es, wie es aussieht, wahrscheinlich erstmal noch nicht, da ja, ich hatte ja gearbeitet, wollte von dem Geld die HD-PVR holen. Funktionierte nicht ganz so, wie ich es wollte. Naja, es war im Vertrag gab es einen Punkt, den ich überlesen hatte. Somit kam dann statt 800 Euro nicht mal 400 ganz zusammen. Und ich hatte ja noch ein bisschen was anderes zu zahlen. Und deswegen klappt es noch nicht sofort. Wir gucken, wir versuchen natürlich jetzt was zusammenzusparen, dass wir schnellstmöglich mit den Let's Plays auch weitermachen können. Macht uns selber ja auch guten groß Spaß. Ja. Also das ist schon mal das erste Teil und ich entschuldige mich, dass halt der Upstream jetzt ein bisschen unregelmäßig ist. Ich habe jetzt halt den Job danach dem Scheiß natürlich gekündigt und bin jetzt auch Arbeitssuche. Das ist natürlich jetzt nicht ganz super wenig Arbeitszeit, die da auffüllt. Dann sind Bewerbungen schreiben. Ich versuche jetzt abends immer wieder ein bisschen was aufzunehmen. Versuche heute Abend auch noch was Zweites aufzunehmen. Irgendwie, wenn ich da irgendwie ein Thema zusammenbekomme. Aber ich habe mir gedacht, lieber habt ihr jetzt hier so eine Gameplays, wo ich dann auch beim Kommentieren Lust drauf habe, als dass ich dann da sitze, yo, mein 40. Commentary, was ich heute aufnehme, ja, ich rede jetzt zum dritten Mal über Scheißen, weil mir nichts eingefallen ist, Coach schmeckt lecker, ja, das ist alles super. Ja, das weiß nicht, ob das einem wirklich gefallen würde. Also man sieht, meine Gegner waren auch sehr blöd, man wird zum Teil sehen, ich überlebe zum Teil Sachen dann später. Also die erste Runde ist jetzt hier nicht so geil ausgelaufen, aber... Ach ja, übrigens an der Stelle hier ist der Taktikeinstieg ziemlich OP, da dieser Fleck hier rot leuchtet. Ist ja für die Gegner nicht so auffällig da. Also das ist eine Empfehlungsstelle von mir für den Taktikeinstieg. Ja, das mit... Genau, hatte ich das, den Teil... Ja, das waren jetzt erstmal so die wichtigen Infos, die ich unbedingt loswerden wollte. Man sieht hier, es war jetzt nur ein 6-6. Dafür wird ab jetzt halt dafür der Endscore noch um einiges besser sein. Es ist als, ich hoffe wirklich, also, dass ihr nicht sauer seid, dass es nicht weitergeht. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei Clarky McBang bei King of the Web mal vorbeischaut, für ihn voten könntet. Weil, naja, er hat auch halt Geldprobleme, sogar noch Schüler, hat nicht mehr Arbeit. Naja, das läuft dann und der will halt sich auch mal ein bisschen neue Ausrüstung zulegen, das gleiche Problem, was wir auch haben. Aber naja, wir haben es jetzt ja mit unseren Abonnenten noch nicht geschafft, unter die ersten drei zu kommen und nicht mal ansatzweise dahin zu kommen. Trotzdem waren wir super für unsere Größe. Also mal vielen Dank trotzdem. Aber wie gesagt, wäre echt nett, wenn ihr bei ihm vorbeischauen könntet. Haben wir ja auch unseren favorisierten Seiten da auf unserem Kanal. Da könnt ihr einfach mal raufklicken und für ihn voten, das wäre super. Wie es geht, habt ihr bei unserem King of the Web mitbekommen. Ja, man sieht, ich bin hier böse am Spawn-Trappen. Also diese Map ist auf der anderen Seite ziemlich schwer zu Spawn-Trappen. Da ist der Spawn also nicht ganz so einsichtig. Also man kann da schon Spawn-Trappen, aber nicht super leicht. Ich habe es hier nicht mal absichtlich vorgehabt. Aber irgendwie hatte ich mich halt an anderen durchgekämpft. Stand dann an ihrem Spawn und dachte mir, ja gut, wenn sie jetzt die pausenlos hier in die Flinte laufen, warum sollte ich mich woanders positionieren? Bin ja auch nicht bescheuert. Das ist wirklich meiner Meinung nach die einfachste Map für Leute, die gerne mal Spawn-Trappen üben wollen auf der Seite. Und was genau, eine Infosache noch. Wie würde es euch gefallen, wenn ich
so ein paar Tutorial-Videos machen, weil in letzter Zeit sind meine Scores ja relativ passabel, die ich jetzt erspiele. Da ist ja dann, weiß ich nicht, dass ich mal so ein bisschen meine Spielerfahrung, die ich jetzt seit COD 4 released, hatte ich ja mir COD 4 geholt, sozusagen mir angesammelt habe beim COD-Spielen, was ich empfehlen würde, wenig was, also was ich euch dann noch empfehlen würde, genau an Klassen, welche Waffe ich wie empfehlen würde und halt worauf man überhaupt quasi, wie man auf welcher Map, was für Positionen gibt, so Map-Guides. Weil vielleicht kennt ihr das, ihr spielt eine Map seit einem Jahr und auf einmal fällt euch auf, Alter, hier ist eine Position. Auf der war ich noch nie. Oder wie kam er jetzt hier hoch? Guckt euch den Kinomodus an, auf einmal kletterte er dann über irgendwelche komischen Sachen. Da würde ich zum Beispiel sämtliche Kletterwege von der Map zeigen, wo die Spawns sind, wo man sich gut positionieren könnte. Habt ihr Interesse dran, schreibt es in die Kommentare. Weil ich glaube, euch selber zu verbessern durch so ein paar Tipps ist ja immer ganz geil. Ja, es wären natürlich ein bisschen aufwendigere Videos. Da würde es dann... Aber natürlich, dann würde jetzt noch etwas längeres Projekt sein. Und wenn Black Ops 2 draußen ist, vorausgesetzt es bringt was, dieses Spiel. Wenn es total scheiße ist, werde ich mich mit dem Spiel wahrscheinlich nicht lange auseinandersetzen. Dann werden wir wahrscheinlich auch die meisten zurückkommen zu den alten COD-Teilen. Ja, dann werde ich euch dann mal so ein bisschen die Maps analysieren, zeigen, wie es läuft. Ja, die Verlosung ist jetzt ja bis nächste Woche Sonntag. Ja. Da habt ihr noch ein bisschen Zeit, Kommentare zu schreiben. Ja, ach so, natürlich an alle, wollen wir auch an aktive Abonnenten verteilen. Deswegen gebe ich die Informationen ein bisschen später raus. Ihr dürft einen Kommentar am Tag schreiben. Also nicht nur ein unter das Video, sondern solange ihr einen am Tag schreibt, ist es okay. Dann könnt ihr quasi über eure Chancen erhöhen, am Ende es zu bekommen. Aber wir wollen natürlich das, weil wir wollen jetzt halt den Leuten, die uns wirklich regelmäßig unsere Videos schauen, die wirklich das quasi aktiv machen, eine höhere Chance geben als Leuten, die jetzt nur durch die Verlosung auf unseren Kanal gekommen sind. Oh geil, kann ich was abstauben, lasse ich schnell mal ein Abo da. Ja, wir haben nichts gewonnen bei King of Web, haben nichts und geben jetzt schon wieder was aus da, also ihr bemerkt, also es ist hier in dem Fall jetzt einfach, es macht wirklich, weil es mir Spaß macht und es freut mich jeder Klick. Und das ist noch ein ganz kurzes Thema, jetzt geht ja noch ein bisschen das Gameplay. YouTube mit Geldgeilheit. Ach komm Leute, hört doch mal alle auf zu heulen. Nur weil ich mich freuen würde, wenn ich, was weiß ich, 20, 30 Euro im Monat mit YouTube rausholen würde. Alter, ist doch nicht geldgeil, wenn Commander Krieger das hauptberuflich macht. Ist jetzt Cool Savage, weil er für seine Tracks Geld verlangt. Geldgeil, Mann, das ist auch Arbeit. Ihr habt, glaube ich, keine Ahnung, wie schwer das ist zum Teil hier, das Ganze. Überlegt mal, ich spiele, sag was weiß ich, mach 4 Stunden, um ein gutes Gameplay zu haben, weil ich unbedingt mal wieder ein Gameplay brauche. Sind 4 Stunden weg. Abfilmen meiner, gut, bei Sprengkommando 20 Minuten Runde, sind es nochmal 20 Minuten, nur fürs Aufzeichnen. Da muss man das MP4 konverten, das sind dann nochmal ungefähr 10 Minuten. Dann muss es nochmal quasi überhaupt in Vegas vorgeschnitten werden, wo du schon mal 10 Minuten dran sitzt, weil du den Anfang natürlich rausschneiden musst, Ende zurechtschneiden. Ja, es ist einfach, da gehen schon mal 10 Minuten rum. Ach, hier seht ihr übrigens, wo ich meine, zu blöd, mich tot zu bekommen. Das sind, könnt ihr mal zusammenrechnen, nochmal 10 Minuten. Bequatschen des Gameplays. Es geht 20 Minuten, wenn man es voll kriegt, wird 20 Minuten Arbeit, weil man es bequatscht. Dann kommt noch ein bisschen Zeit, die verloren geht natürlich. Durch Sachen hinzu, wie dass man jetzt nochmal nachbearbeitet, Effekte rein, bla bla, da geht nochmal eine Stunde zum Teil drauf. Rendern dauert auch mal nochmal 2 Stunden, meistens kann man PC aber bei alleine lassen. In der Zeit kann man sogar online spielen nochmal ein bisschen, wenn man unbedingt Lust hat und nicht völlig genervt ist vom Gameplayer spielen. Ja, und das Video hochladen, sind ja auch nochmal 6 Stunden und da muss man mal überlegen, es zieht 90% der Internetleistung mindestens. Also wenn ich das spiele, was ein Upload hier am Laufen hat, wie zum Beispiel League of Legends, meine Ping von 27, geht sie mal ganz locker flockig auf 500, 600, 700, 800 oder auch wirklich, dass er 999 steht. Und wenn man auf seinen genauen Ping guckt, hatte ich dann schon eine von über 10.000. Also es verbraucht wirklich Unmengen an Leistung. In der Zeit kann man online gar nichts machen. Video auf 280p kriegst du nicht mal ordentlich gebacken. Also zum Beispiel, das muss man auch irgendwie mal ein bisschen berücksichtigen, dass natürlich Stunden dauert. Dass man das auch nicht jetzt quasi jetzt 24 Stunden lang irgendwas uploaden kann. Ja, und ich weiß nicht, Arbeit, Ausrüstung kostet Geld
Und warum müssen wir quasi immer Geld ausgeben, aber wenn wir dann jetzt Werbung machen, ja, dann ist es Geld gern. Weil meine Überlegung war, bei längeren Videos jetzt, also Stundenprojekten quasi, oder wenn wir hochladen, auf YouTube habe ich gesehen, gibt es bei längeren Videos die Möglichkeit, Werbung hinterzuschalten. Also ihr könnt euch vorstellen, das Video ist vorbei, dass ich 5 Sekunden Counter einbaue, wo ich dann euch quasi die Möglichkeit gebe, bleibt jetzt 5 Sekunden drauf, bei anderen schaltet sich die Werbung möglicherweise aktiv und schaut euch an, wir kriegen ein bisschen was dafür. Und ihr sagt euch, nee, die können mich mal, von mir kriegen sie keine Kohle, Werbung ist scheiße, ich bin ja sowieso irgendwie viel wichtiger, bla. Dann schaltet ihr halt weg. Aber weil ich sehe es halt inzwischen nicht mehr ein, dass wir jetzt wieder 170 € für YouTube ausgeben. Und jetzt nur, weil jetzt irgendwie Leute das nicht toll finden, dass man mal ein bisschen was damit verdient, dass man da sofort dann heißt, oh, Geld geil, Geld geil. Nur sehe ich irgendwie nicht mehr ganz ein. Ich werde es machen. Ja, ihr könnt mal gerne auch von mir aus auch dazu nochmal sagen, was ihr jetzt sozusagen wirklich auch der Meinung seid, dass jeder jetzt Geld geil ist, der mit Geld verdient. Ich meine, Gronkh, wie viel Zeit er reinsteckt, was er da alles an Arbeit reinsteckt. Überlegt mal, der hat Originalqualität. Das sind alles, da sind tausende Euro reingeflossen. Und ihr könnt das wirklich mal mit einem Maler oder einem Rapper irgendwo, irgendeine Musikrichtung, die ihr mögt, vergleichen. Vielleicht machen wir andere Arbeit, aber im Grunde genommen stecken wir genauso viel Arbeit rein, wenn man sich. Wenn ich jetzt gar keine Arbeit ins Video stecke, das Rohmaterial wollt ihr gar nicht sehen, das könnt ihr mir glauben. Das Rohmaterial ist der letzte Rotz. Das sieht richtig scheiße aus. Schaut euch mal die ganzen alten Videos von uns an. Da mit den ganzen Effekten da. Da steckt Arbeit, da steckt Übung drin. Mein Kommentierstil jetzt sozusagen, der sich so ein bisschen ist, also zum Beispiel ist mir jetzt nicht total nur scheiße gefällt. Mehr, also wenn ihr mal das Vorstellungsvideo guckt, da ist Erfahrung. Und ich meine, ihr schaut es euch an. Ihr habt ja was davon. Ihr bezahlt nichts. Und sollt euch mal froh sein. Ich weiß, das Gameplay ist vorbei, aber eins muss ich noch sagen, überlegt es mal. Entweder sozusagen, es gibt ja auch zum Beispiel bei Titi, die Unmengen an Kohle reinstecken und für die ist es nicht mal wirklich bezahlbar, sozusagen die ganzen Videos zu drehen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da kann ich es verstehen, wenn die Geld dafür verlangen. Wenn die das nicht machen, müsstet ihr für YouTube im Monat zahlen. Das wollt ihr doch auch nicht, oder? Vielleicht überlegt ihr mal, ob es jetzt wirklich so schlimm ist, wenn Werbung da ist, so kleine. Ist ja nicht mal wirklich so, dass man jetzt so einen 3 Stunden Werbeclip vorhat, wie bei, also wie bei hier, Clipfish und die ganzen My Video da. Da sind ja die Werbung inzwischen da echt ewig lang und überhaupt keine Chance zu überspringen. Freut euch doch einfach mal ein bisschen drüber, sozusagen, dass ihr nur Werbung habt und nicht bezahlen müsst. Ich verabschiede mich. Der Endscore habt ihr ja gesehen, 58 zu 9, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Es ist ja bei mir schon wieder Schwarzbild nur. Ja, schreibt was in die Kommentare. Ich würde mich über jedes Kommentar freuen. Was haltet ihr von dem, was ich gesagt habe? Ich hoffe, ihr seid nicht so enttäuscht, dass es mit den Let's Plays jetzt nicht sofort weitergeht. Es tut mir selber halt auch total leid. Ich hatte mal wieder richtig Bock auf eine Runde zu Let's Playen wieder. Müsst ihr euch mit meiner Stimme bei den Commentaries abgeben. Auf Wiedersehen.